Am Freitag, den 20. Jänner 2017, lud Bürgermeister Herbert Janschke zum Neujahrsempfang ins Franz Fürst Freizeitzentrum von Wiener Neudorf. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich willkommen heißen zum Neujahrsempfang. Geschäftsführender Gemeinderat Magister Patrick Liebenseuter begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste und Ehrengäste, angeführt von Frau Landeshauptmann Stellvertreterin Magistra Johanna Mickel-Leitner, die in ihrer Ansprache die besten Wünsche von Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll überbrachte. Des Weiteren konnte er zahlreiche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus der Region und den Nachbargemeinden sowie Mitbürgerinnen und Mitbürger mit besonderen Verdiensten für Wiener Neudorf willkommen heißen. Evangelischen Pfarrgemeinde AB Mödling, Pfarrer Markus Lindner. Guten Abend. Es erwartet uns heute, glaube ich, ein durchaus interessantes Programm. Wir werden Reden hören zu unterschiedlichen Themen. Ich werde Interviews führen zu einem Thema, das diese Gemeinde in den letzten 15 Jahren sehr, sehr prägt und sehr bewegt und für die Zukunft eine große Rolle spielt. Erster Höhepunkt war die Festansprache des Herrn Bürgermeisters Herbert Janschke, von der Sie in Folge einige Ausschnitte sehen können. Ein Hinweis für alle Interessierten: die kompletten Inhalte aller Festreden und Fachbeiträge des heutigen Abends können Sie auf einer 90-Minuten-DVD zum Preis von 20 Euro beim Bürgerservice oder bei Wiener Neudorf TV bestellen bzw. erwerben. Einen schönen guten Abend von meiner Seite. Bei den Vorbereitungsmeetings zu dem heutigen Abend habe ich mir fest vorgenommen, dass entweder der Herr Landeshauptmann oder dessen Stellvertreterin heute kommt, und irgendwie sind jetzt beide da. Sehr geehrte Frau Landeshauptmann, Stellvertreterin, nachdem wir uns schon so viele Jahre so gut kennen, weiß ich, dass du das, was ich jetzt gleich sagen werde, eigentlich nicht willst, aber ich nehme mir jetzt das Recht des Hausherrn heraus und sage es, weil man muss diese historische Chance nützen, um einer der Ersten zu sein, bei einem offiziellen Anlass, der dir Folgendes zu sagen hat: liebe, Klammer auf, designierte Frau Landeshauptfrau, schön, dass du da bist. Die einen werden die Personen kennen, die anderen werden es ahnen. Es ist der Gemeinderat von Wiener Neudorf, nicht ganz aktuell, weil wir dieses Bild geschossen haben, als wir den Gemeinderat konstituiert haben. Ein paar kleine Veränderungen hat es gegeben. Ich habe im letzten Jahr sehr viel Lob erfahren, und dieses Lob gebührt aber diesem Gremium. Ich möchte mich bei allen Gemeinderäten aller Fraktionen für das letzte Jahr, für die Zusammenarbeit, recht herzlich bedanken. Dass es Konfrontationen gibt zu dem einen oder anderen Punkt, das gehört zur Demokratie dazu, davon lebt die Demokratie. Es ist Sache des Stiles, wie eine
Regierung ihre Themen, ihre Projekte verkauft. Es ist Sache der Opposition, wie sie diese Themen anders darlegt. Und es ist aus meiner Sicht auch heute ein guter Zeitpunkt, auch den Spitzenrepräsentanten der Koalition, meiner Koalitionspartner, Danke zu sagen. Ich kann nur jedem sagen, weil so viel Angst um dieses Thema gemacht wird, es ist kein Problem, eine Koalition auch mit mehr als zwei Fraktionen einzugehen, wenn man sich ein Ziel vornimmt und dieses Ziel nicht aus den Augen verlässt. Wir sind nicht von vornherein immer einer Meinung bei irgendeinem Thema, nur da machen wir die Türen zu, reden uns das drinnen aus und dann gehen wir mit einer gemeinsamen Meinung, öffnen wir die Türen und gehen damit wieder hinaus. Und wenn man sich das Ziel, das wir uns gesetzt haben, für die Wohn- und Lebensqualität wieder neu auf das Beste zu wollen, wenn man dieses Ziel immer wieder vor Augen hat, dann ist es überhaupt nicht schwer, auch zu dritt und wahrscheinlich auch nicht zu viert und zu fünft, ein gemeinsames Ziel zu finden und einen gemeinsamen Weg zu finden. Und manchmal muss man halt auch seine Ideologie und seine persönlichen Bedürfnisse etwas Wichtigerem unterordnen. Und dieses Wichtigere ist immer, und in unserem Fall, das Wohl unserer Gemeinde. Ja, nächste Folie. Ich bedanke mich sehr herzlich auch bei unseren Sicherheitsbürgern. Initiative, Anni, die noch unter dir als Innenministerin ins Leben gerufen wurde. Und ich kann aus der Sicht einer Pilotgemeinde nur sagen, es funktioniert gut, es funktioniert perfekt und wir haben zwei Sicherheitsgemeinderäte und daneben drei Sicherheitsbürger, von denen Paul Strebel und Peter Sikörer, zwei auch heute hier anwesend sind. Danke für eure Unterstützung. Ihr macht diesen Job sehr gut. Wir hoffen, dass wir dieses Gremium noch etwas aufstocken können. Ja, wir haben heute auch viele Funktionäre von Vereinen da. Ich habe gesagt, ich traue mich jetzt nicht, irgendeinen Verein hier herauszunehmen. Also bleibt dieses Foto hinter mir erst einmal da. Ja, ohne die Vereine würde unser gesellschaftliches Leben in unserer Gemeinde seit Jahrzehnten nicht so gut funktionieren, wie es funktioniert. Ich durfte ja schon in meiner ersten Bürgermeister-Ära ein ganz tolles Vereinsleben von meinem Vorgänger Heinz Hofbauer, der heute hier ist, und auch dann von meinem zweiten Vorgänger Christian Wörleitner übernehmen. Also wir haben hier das Glück, 70 engagierte Vereine zu haben. Danke an euer Engagement, wenngleich auch die Vielzahl an gesellschaftlichen Ereignissen, für die ihr verantwortlich seid, eine große Herausforderung für meinen Terminkalender darstellt. Ich versuche, so viele Termine wie möglich wahrzunehmen. Manchmal ist das nicht komplett möglich. Dafür bitte ich um Verständnis. Und ich freue mich sehr, dass heute viele von diesen Vereinsfunktionären heute unter uns sind. Ein besonderer Dank gilt heute dem freiwilligen Team der Flüchtlingsbetreuung, von denen von auch heute viele da sind. Wir haben uns in Wiener Neudorf dafür entschieden, dass, wenn wir Flüchtlinge in Wiener Neudorf aufnehmen, es kleine, gut betreute Gruppen sein sollen und müssen. Danke für eure Zusammenarbeit an die Pfarre, die Pfadfinder, die Feuerwehr, SOS Kinderdorf und die vielen Privatpersonen, die sich vor allem für die tägliche Abhaltung von Deutschkursen und anderer Gegenstände freiwillig verpflichtet haben. Für die tägliche Abhaltung. Wir haben hier wirklich einen Schulbetrieb mit diesen Freiwilligen von Montag bis Freitag und sogar an Wochenenden aufziehen können. Danke an euch. Auch wir haben ja, an dieser Stelle gilt es auch, mich bei den Nachbargemeinden, bei den Bürgermeistern zu bedanken. Wir pflegen einen guten und intensiven Austausch auf wirklich freundschaftlicher Basis und schön, dass ihr mich nach 10 Jahren Absenz wieder so toll und so freundlich in eure Mitte aufgenommen habt. Ja, herausheben möchte ich auch die wiedergefundene gute Zusammenarbeit und das Miteinander mit der Landesregierung. Und die funktioniert nicht nur im Fasching. Wir haben dieses Foto gewählt, weil ja gerade Fasching ist. Sie funktioniert auch und vor allem in den restlichen 4 Jahreszeiten. Erst heute vor einer Woche konnten wir gemeinsam in St. Pölten das Generalverkehrskonzept, an dem wir in der letzten Zeit so intensiv gearbeitet haben,
endbesprechen, aber darüber werden Sie noch hören. Ja, weil du, liebe Hanni, heute unser Ehrengast bist, muss ich natürlich auch uns beide hier beleuchten. Ja, wie drücke ich das jetzt aus? Meine Frau genehmigt mir gute Verhältnisse zu Damen, aber keine Verhältnisse. Und schon in meiner ersten Bürgermeisterperiode war für die Zusammenarbeit mit dir eine hervorragende. Ich glaube, wir hatten immer ein gutes Verhältnis seit der ersten Minute, wo ich mit dir zusammenarbeiten durfte. Und es war in erster Linie Hanni Mikl-Leitner. Einige werden sich darüber freuen, ich hoffe viele, manche oder einige werden es vielleicht nicht sein. Es war Hanni Mikl-Leitner, die mich nach meiner Abwahl 2005 und meiner Rückkehr in die Privatwirtschaft überzeugt hat, weiterzumachen. Aber du hast dir damit etwas aufgehalst. Wir werden in Wiener Neudorf viel brauchen und da werde ich dich auch in deiner neuen Funktion, auch wenn du nicht mehr Finanzlandesrätin bist, aber ich denke, du bist dann noch einflussreicher, stelle ich mir vor, da werde ich ein paar Termine bei dir brauchen. Und liebe Gabi, ich verspreche dir, ich werde mit Hanni Mikl-Leitner weiterhin ein Verhältnis haben, aber es wird ein gutes sein. So, jetzt hören wir mit den Verhältnissen auf. Ich möchte noch zwei Sachthemen ansprechen und Ihnen jetzt eine Folie zeigen, die allerdings eine gewisse Spaßbremse ist. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, hinter mir, Sie werden es vielleicht nicht auf den ersten Blick ahnen, das ist unsere Luft, die wir tagtäglich einatmen. Ich möchte einfach die Gelegenheit heute auch nützen, bei so vielen Opinion-Leadern zu erklären, warum wir so vehement an diesem Generalverkehrskonzept gearbeitet haben und warum wir so vehement für Tempo 80 eintreten. Das ist eine Folie, Sie sehen, eine grüne Linie, die ist die wichtige. Das sollten eigentlich, sollte das die Grenzwerte sein. Das andere, was da rauf und runter geht, das ist die Feinstaubbelastung in Wiener Neudorf. Nahezu täglich, sind wir unter dieser Linie und das sind die arbeitsfreien Tage. Das sind die Weihnachtsfeiertage etc. Ich habe da nicht irgendeine Folie rausgenommen, die Frau Vizebürgermeister hat mich da unterstützt, wir haben einfach die letzte Folie genommen, damit man sagen kann, naja, da nimmt sie irgendeine von den letzten Jahren irgendeine Folie her. Das ist die letzte Folie, vor einer Woche veröffentlicht worden. Das ist die Luft, die wir im Dezember eingeatmet haben. Und ich kann Ihnen versichern, die anderen Monate schauen nicht anders aus. Das ist der Grund dafür, dass viele unserer Kinder heute atemwegserkrankt sind. Der Feinstaub macht einfach nicht Halt. Die Schadstoffe gehen Kilometer links und rechts der Autobahn. Wir wissen heute, dass die A2 mit 180.000 Fahrzeugen der größte Erreger, Lärm- und Schadstofferreger in unserer Gegend ist. Und eines, das ist immer so, weil die Raumplaner auch heute da sind, hat das Land bestätigt und auch meine Raumplaner bestätigt, wäre das Gebiet, wo wir jetzt sind, zwischen B17 und A2 Brachland, dann dürfte ich solche Hallen bauen, ich dürfte Betriebe bauen, ich dürfte Landwirtschaft machen, ich dürfte Sportbetrieb machen. Was ich nicht dürfte, ist dort, wo heute tausende Menschen wohnen, ich dürfte nicht Wohngebiet widmen. Wir dürfen da nur sein, weil wir da schon sehr lange leben. Neu hier ansiedeln dürfte sich niemand aufgrund der Lärm- und Schadstoffsituation. Und das ist auch der Grund, warum wir uns so vehement einsetzen. Wir wissen, dass Tempo 80 nur ein Puzzlestein, aber ein großer Puzzlestein ist, dass wir das in den Griff bekommen. So, ein Thema möchte ich heute noch ansprechen, weil so viele da sind. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, das mir am Herzen liegt. Und das sind die kleinen Menschen dahinter mir. Und da ist es die Bildung. Ein ganz besonderes, wichtiges Thema, bei dem ich Sie auch bei meinen Überlegungen teilhaben lassen möchte. Dieser Bereich ist hoheitlich aufgeteilt. Eine Schulgemeinde, das sind mehrere Gemeinden zusammen, kümmern sich um neue Mittelschulen, um polytechnische Einrichtungen, um Sonderschulen. Der Bund kümmert sich um Gymnasium, Hochschulen etc. Es gibt auch Privatschulen, Stichwort HAK, Wiener Kaufmannschaft. Eine Gemeinde hat sich natürlich immer in Abstimmung mit dem Land, um Kindergärten, Kinderkrippen, Volksschule, Horte zu kümmern. Und da geht mein ganz besonderer Bildungsansatz hin. Für mich persönlich spielt sich Bildung in erster Linie nicht in der Diskussion über Gymnasium, neue Mittelschule, Gesamtschule, ja, nein ab, sondern ganz woanders, viel früher. Bildung, da fühle ich mich wie im Einklang mit vielen Experten und Fachleuten, spielt sich in den ersten
Lebensjahren ab. Die Grundlagen der Bildung werden in den allerersten Lebensjahren natürlich vor allem im Elternhaus gelegt. Für mich sind die wichtigsten Bildungseinrichtungen neben dem Elternhaus die Kinderkrippen, die Kindergärten und wenn Sie wollen, die ersten Jahrgänge der Volksschule. Bis zum 8., 9., 10. Lebensjahr können Sie am allermeisten auf die Bildung der Kinder im Sinn der Pädagogik einwirken. Bis dahin werden die wichtigsten Parameter festgelegt, werden die wichtigsten Grundlagen festgelegt. Bis dahin können Sie junge und kleine Menschen am besten formen, im positiven Sinn, fordern im positiven Sinn und fördern. Ich bin überzeugt, dass das, was in den ersten 8, 9 Lebensjahren versäumt wurde, nie wieder nachgelernt werden kann oder nur in den seltensten Ausnahmefällen. Aber es ist der Schliff, der Feinschliff. Die Ausbildung ein Jahr mehr oder weniger bedeutet, in einer Schule, egal was da jetzt für ein Tafel oben steht, ist aus meiner Erfahrung nicht von Belang. So, jetzt wäre es richtig in Fahrt, aber mir wird gedeutet, dass meine Zeit abgelaufen ist. Ich hätte Ihnen noch viel zu erzählen, aber meine Sprechzeit ist zu Ende, da ich nicht Thomas Gottschalk bin, bei dem das jahrzehntelang wurscht war und sogar vom Publikum gewünscht war, beschließe ich meine Rede damit, mich für Ihre Anwesenheit zu bedanken und auch für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie ein glückliches und zufriedenes und vor allem gesundes Jahr 2017. Wir haben viel in Wiener Neudorf vor, auch in der Landespolitik, das werden wir, nehme ich an, noch hören, wird sich vieles tun. Ich verspreche Ihnen, dass wir uns gemeinsam bestmöglich bemühen werden. Ich wünsche Ihnen vom Herzen, dass alles das gelingen möge, was Sie sich vornehmen und was wirklich wichtig ist. Alles Gute für Sie alle und damit gebe ich zurück an den Moderator des heutigen Abends. Nein, ich gebe zurück an die Band und bitte um das nächste Lied. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. In der Ansprache von Herrn Bürgermeister das Thema Generalverkehrskonzept gehört. Es ist einer der vielen Begriffe, die seit vielen Jahren durch diesen Ort geistern. Masterplan, Generalverkehrskonzept, Verkehrskonzepte, Ortsentwicklung, Raumplanung. Und wir wollten die Gelegenheit heute nutzen, um vielleicht diese Begriffe ein bisschen zu entflechten und Ihnen einen Überblick zu geben, worum... Der zweite Schwerpunkt des Abends war das Interview Ortsentwicklung, bei der der Leiter des Bauamtes, Ingenieur Fritz Hudribusch und der Raumplaner Wolfgang Audienski zu Themen künftiger Ortsentwicklungen von Wiener Neudorf ausführlich Stellung nahmen. Ja, danke vielmals für die Zeit. Ich darf anfangen mit dir, Fritz. Es ist ja so, dass üblicherweise beginnt es ja mit der Raumordnung, die für ein Areal großflächig einmal festlegt, wo ist Wohnbau, wo ist Industriegebiet, wo ist Einkauf, wo sind Straßen, wo sind Parks. Dann kommt die Ortsentwicklung und macht sozusagen die Detailarbeit. In Wiener Neudorf ist das eigentlich umgekehrt. Warum ist das so? Ja, guten Abend. Erstens einmal danke, dass ich kurz ein bisschen was dazu erklären darf. Ja, Generalverkehrskonzept. Ich will da nur kurz darauf eingehen, was denn damit gemeint ist. Wir haben in Wiener Neudorf, jeder kennt es, die großen Themen Kfz-Verkehrs, wenn man sich anschaut, die Autobahn mit 175.000 Kraftfahrzeugen jeden Tag, die neben uns in einem Kilometer Entfernung vorbeifließen. Wir haben die
B17 mit 20.000 BKWs, die den Ort eigentlich teilt. Und wir haben uns das angesehen, und aber weiterdenkend nicht nur den motorisierten Individualverkehr, sondern auch Radverkehr, Fußverkehr, öffentlichen Verkehr, und das in Einklang miteinander einmal angesehen. Die Abstimmung ist das Thema. Und das sind die Themen, die sich das Generalverkehrskonzept beschäftigt hat. Und das sind auch die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das heißt, wenn ich so zusammenfasse kurz, das Generelle am Generalverkehrskonzept ist, dass es sich eben nicht nur auf diesen motorisierten Individualverkehr begrenzt, weil da ist ja in den letzten Jahren auch sehr viel passiert und da wurde sehr viel gemacht, sondern dass es eben auch Fußgänger, Radfahrer, öffentliche Verkehrsmittel mit einbezieht. Nicht? Ja. Ich will nur ganz kurz das Modell anreißen, wie das vereinfacht zu erklären ist. Wir haben Wiener Neudorf in kleine Zellen zerlegt, und nicht nur Wiener Neudorf, sondern auch die Umgebung. Und jede einzelne dieser Zellen hat einen gewissen, erzeugt einen gewissen Verkehrsaufkommen oder eine Verkehrsnachfrage. Ob es jetzt Wohngebiet ist, ob es ein Betriebsgebiet ist, jede Zelle erzeugt diesen Verkehr, und diesen Verkehr hat man hochgerechnet. Man hat sich angeschaut, wo wird sich der entwickeln von dieser kleinen Zelle in das übergeordnete Verkehrssystem, und diese Berechnungen wurden dann mit den tatsächlich gezählten Zahlen abgeglichen. Somit hat sich ein Modell ergeben, aus dem man Maßnahmen entwickeln kann. So, jetzt sehe ich hier dieses kiloschwere Konvolut. Ist das dieses Konzept, das ihr am 13., glaube ich, war es in St. Pölten, und habt das dort der Landesregierung vorgelegt, nicht? Ja. Und was sind da für Nasenlöcher gemacht worden zu diesem Konzept? Gar nicht. Also grundsätzlich ist das Konzept stimmig, sinnvoll und passt. Nicht nur das, ich glaube, die Herrschaften aus dem Land haben gesehen, wo wir hier leben, in was für einem sensiblen, aber vor allem auch dynamischen Gebiet wir liegen. Es gibt dauernd ständig Weiterentwicklungen. Vor ein paar Jahren sind wir hingekommen und haben gesagt, die sowieso Maßnahmen, was sowieso umgesetzt wird bis zum Ziel und Horizont 2030. Da ist uns gesagt worden, na, wir meinten, eine Anschlussstelle wieder Neudorf, gibt es denn da nicht Weiterentwicklungen? Nein, die haben wir erst neu umgebaut, und am Freitag war es so, dass das Land uns angesprochen hat, die Anschlussstelle Wiener Neudorf soll nochmal umgebaut werden mit einem zweiten Modul. Man will versuchen, den Verkehr von der B11 ampelfrei auf die Autobahn zu bringen. Das sind Maßnahmen, die uns natürlich im Zentrum Wesentliches bringen können. Und deswegen glaube ich, das Verkehrskonzept hat Sinn, und es wird viel bewirken können und hat schon viel bewirkt. Danke sehr. Herr Ojewski, an Sie hätte ich die Frage, seit 2003 sind Sie ja in diese ganzen raumplanerischen Maßnahmen eingebunden, und da geht es vor allem um auch diesen Begriff dieser Aufschließungsbedingungen, der ja seither immer durch diesen Ort geistert. Können Sie uns dazu ein bisschen was bitte erzählen? Ja, guten Abend. Im Jahr 2003 wurde einmal festgestellt, dass man ja den Verkehr nicht punktuell sich immer anschauen kann, weil was im Bereich A geht, kann auch im Bereich B gehen, A und B sind zu viel. Deshalb wurde das Gemeindegebiet von Wiener Neudorf 2002, 2003 untersucht, und es haben sich vier Problemfälle herausgestellt. Die A2, das Betriebsgebiet im Norden, teilweise im Süden, und die Flächen entlang der B17. Um aber auch weiterhin eine geordnete Entwicklung zu garantieren, wurden Aufschließungszonen mit Freigabebedingungen für diese Bereiche festgelegt. Die Freigabebedingungen im Großen waren Parzellierungskonzept, Entwicklungskonzept, Verkehrskonzept, Grünraumkonzept und das Generalverkehrskonzept. Das heißt, ohne Generalverkehrskonzept geht gar nichts, weil wir ja damals nicht gewusst haben, was erzeugt wo wie viel Verkehr und wo funktioniert es noch. Das war damals der Einstieg. Und was kann ich mir so unter Aufschließungsbedingungen vorstellen? Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Areal hin zur Shopping City Süd anschauen, kann da jetzt theoretisch irgendein Betrieb daherkommen und sich hier ansiedeln, oder worum geht es da genau? 2004 wurden die Aufschließungsbedingungen noch einmal verändert.
um eben Folgendes sicherzustellen, dass die Maßnahmen, die dort getroffen worden werden, in technischer Hinsicht, in rechtlicher Hinsicht und auch in finanzieller Hinsicht gewährleistet und umgesetzt werden können. Es wurde dann zusätzlich auch noch festgelegt, dass zum Beispiel das immer erschließende Verkehrssystem stehen muss. Das heißt, es wird dann in einem Entwicklungskonzept genau diese Verkehrsflächen ausgewiesen in der Dimension und in der Lage und auch die dazugehörigen Freiflächen, Grünflächen. Diese Umsetzung passiert eben dann aus einem Generalverkehrskonzept heraus in die Flächenwidmung und in die Bebauung. Das heißt, nur unter der Voraussetzung, dass diese sehr strengen Auflagen, die es seit 10 Jahren gibt, erfüllt werden auf Punkt und Komma, nur dann kann dort auch jemand dieses Grundstück entwickeln und sonst nicht. Ja, diese Maßnahmen müssen erfüllt werden, weil aufgrund des neuen Generalverkehrskonzepts gibt es dann einen neuen Flächenwidmungsplan, der die Grundstücke neu einteilt. Das heißt also, die Aufschließungszonen werden neu aufgeteilt, es wird neue Freigabebedingungen geben. Und daraus erfolgt dann ein Bebauungsplan, der sich auch mit den geänderten Höhen und geänderten Grünverbindungen und Abstandsflächen beschäftigt. Gut, danke vielmals. Ich glaube, Sie bleiben ja beide noch eine Zeit lang bei uns heute Abend und wann immer jemand Interesse hat, zu diesen Themen zu sprechen, mit einem Bier, glaube ich, lässt sich machen. Bier mitbringen. Gut, danke vielmals. Dankeschön. Danke sehr. Bitte. Danke. Dankeschön. Nachdem wir jetzt alle ein bisschen überzogen haben, der Herr Bürgermeister und auch ich, bis auf die Musik, die hat nicht überzogen, aber würde ich jetzt, damit wir weiterkommen, gleich Frau Magistra Mikl-Leitner zu mir aufs Podium bitten und Sie ersuchen, Ihre Rede zu halten. Danke vielmals. Höhepunkt der Veranstaltung war natürlich die Neujahrsansprache der künftigen Landeshauptfrau von Niederösterreich, Magistra Johannes Mikl-Leitner, die mit den Grüßen von Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll begann. In ihrer Ansprache sprach Mikl-Leitner zahlreiche aktuelle Themen an und zog einen weiten Bogen von den Entscheidungen in der Flüchtlingspolitik beginnend über die Unterstützung der Gemeinde bei der Verringerung der Umweltbelastungen durch die A2, die Chance Niederösterreichs durch die bevorstehende Digitalisierung und letztlich die Wichtigkeit einer umfassenden Bildung, die sowohl bestmögliche Schulbildung, aber auch das duale Bildungssystem bei der gewerblichen Ausbildung umfasst. Ja, vor allem aber, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Frau Vizebürgermeisterin, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Ehren- und Festgäste, liebe Wiener Neudorferinnen und Wiener Neudorfer. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber bei jedem Neujahrsempfang habe ich immer wieder das Gefühl, in einem dicken Buch zu blättern. In einem dicken Buch mit vielen Kapiteln aus dem letzten Jahr, diesmal aus dem Jahr 2016 und in einem Buch zu blättern mit vielen leeren Seiten, die vor uns liegen. Und wenn wir uns dieses dicke Buch, das erste Kapitel anschauen aus dem Jahr 2017, dann gibt es schon ein sehr historisches Kapitel. Und in diesem Kapitel ist ein historisches Ereignis zu lesen, ein historisches Ereignis, das wir alle gemeinsam miterleben. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass unser Landeshauptmann Dr. Erwin Bröll diese Woche angekündigt hat, dass er für die nächste Periode nicht mehr zur Verfügung steht. Es ist dies eine rein persönliche Entscheidung, eine zutiefst persönliche Entscheidung, die wir alle mit Demut respektieren. Es ist dies eine Entscheidung, die für uns klar macht, was sie für dieses Bundesland Niederösterreich auch geleistet hat. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nun zurück zum tatsächlichen Anlass, nämlich zum Neujahrsempfang von Wiener Neudorf.
kann mich noch sehr gut erinnern, bevor dieses Jahr zu Ende gegangen ist, habe ich immer wieder gehört, ja, wann geht denn dieses Jahr 2016 endlich zu Ende? Und wenn wir so in das Buch, in die Kapitel aus dem Jahr 2016 blicken, waren hier wirklich Anlässe, Ereignisse im Jahr 2016, die einfach bei der Bevölkerung zu Irritationen und vor allem zu Verunsicherung geführt haben. Kapitel wie der Brexit. Sie alle wissen, in Großbritannien hat man sich entschieden, aus der Europäischen Union auszutreten. Wir wissen, 2/3 der Jungen in Großbritannien wollten Mitglied in der Europäischen Union bleiben. Aber leider nur 1/3 der Jungen sind zu diesem Referendum gegangen. Wären alle jungen Menschen tatsächlich zum Referendum gegangen und hätten ihre Meinung kundgetan, würde diese Entscheidung ganz anders ausschauen. Keiner weiß von uns, wie wird sich das Verhältnis USA und Europa auswirken? Wie wird sich vor allem diese Entscheidung auch auf Europa, auf Österreich und vor allem auf unsere Region auswirken? Und all diese Entscheidungen und Entwicklungen, vor allem auch in einer Zeit, wo vor allem die Sicherheitslage keine einfachere, keine bessere geworden ist. Wo wir wissen, dass letztes Jahr im Jahr 2016 die Terroristen auch wieder in Europa einige Male zugeschlagen haben. Zuletzt bei unseren Nachbarn in Deutschland, direkt bei einem Weihnachtsmarkt. Und gerade wir in Niederösterreich werden weiterhin versuchen, die Chancen, die die Globalisierung und die Internationalisierung mit sich bringt, diese Chancen auch zu nutzen. Diese Chancen zu nutzen mit sehr viel an Optimismus, mit sehr viel vor allem auch an Innovationskraft. Und da gibt es meines Erachtens sehr viel zu tun, sehr viel zu tun auf europäischer Ebene, aber selbstverständlich auch bei uns vor der eigenen Haustür. Und Ihnen wird es genauso gehen wie mir, egal am Wirtshaustisch, am Arbeitsplatz oder auch zu Hause, wo die meisten einfach kein Verständnis dafür haben, dass man auf europäischer Ebene Regulative schafft, wie zum Beispiel, wie viel Watt muss ein Staubsauger haben, anstatt Regulative zu schaffen, wie man die europäische Außengrenze schützen kann. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn gewisse Mitgliedstaaten, Nationalstaaten auch zu ganz konkreten nationalen Maßnahmen greifen, so wie wir es in der Flüchtlingskrise getan haben, so wie wir in Österreich allen voran die Balkanroute geschlossen haben. Und ich weiß, dass es da sehr viel Kritik gab, aber ich weiß auch, dass heute diese Entscheidung gut, wichtig und richtig war und dass die auch von ganz Europa und weit darüber hinaus akzeptiert wird. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte hier bei Gott nicht mit dem Finger Richtung Brüssel zeigen, sondern selbstverständlich gilt es bei uns hier auch viele Herausforderungen anzunehmen. Und ich glaube, im Blick zurück haben wir auch sehr viel geschafft. Sehr viel geschafft, wenn ich mir anschaue, Fall des Eisernen Vorhanges, Beitritt Österreichs zur Europäischen Union oder die Osterweiterung. Viele historische Schritte, die wir gesetzt haben und wo wir in Niederösterreich vor allem auch all die Chancen genützt haben. Die Chancen genützt haben, wo wir es geschafft haben, zu einer Top-10-Region in Europa zu werden, wo wir es geschafft haben, immer wieder Auszeichnungen erhalten zu haben. Denke daran, dass wir letztes Jahr zu einer der unternehmerfreundlichsten Regionen ausgezeichnet worden sind, dass wir anerkannter Wissenschaftsstandort in ganz Europa geworden sind. Und dass wir vor allem auch im Herbst eine Auszeichnung erhalten haben für unsere Strategie, für unsere Konzepte im Bereich der Breitbandoffensive, wo wir wissen, dass diese Breitbandoffensive nicht nur im urbanen Raum, sondern vor allem auch im ländlichen Raum gut, wichtig und richtig ist. Ein Projekt, das wir im Jahr 2017 initiieren. Ein Projekt mit dem Namen Jobchance,
Arbeitsplatz Niederösterreich. Was wollen wir mit diesem Projekt? Wir wollen mit diesem Projekt Jobchance in Niederösterreich, vor allem Unternehmer, Arbeitgeber, die Arbeitskräfte suchen, zusammenbringen im Rahmen eines Netzwerkes mit jenen, die bereits lange arbeitslos sind. Eine Win-Win-Situation für alle, das heißt für die Unternehmer, dass sie auch die Arbeitskräfte bekommen, die sie brauchen, und vor allem auch für die Arbeitslosen, dass sie eine Chance auf eine ordentliche Arbeit haben. Aber eines ist mir vor allem bei diesem Projekt auch wichtig, und das garantiert dieses Projekt, dass wir vor allem auch jene so schnell als möglich herausfiltern können, die nicht daran interessiert sind, diese Chance auf Arbeit zu nutzen, sondern die einfach keinen Willen haben, hier Arbeit zu tun und hier Arbeit zu leisten. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, diesen Schritt auch zu setzen. Und ich sage das deswegen, weil die Menschen hier ganz konkrete Schritte seitens der Politik verlangen und sich vor allem auch eine derartige Politik wünschen, denn nur dann wird es uns auch gelingen, wieder Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen, vor allem auch Vertrauen zurückzugewinnen in unsere Systeme. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gerade in den letzten Monaten war ich sehr viel unterwegs in den niederösterreichischen Betrieben und konnte mich überzeugen, welch tolle Fachkräfte, Experten und welch tolle Lehrlinge wir haben. Habe mich aber nicht nur davon überzeugen können, sondern konnte mich auch davon überzeugen, dass wir vor allem sehr viele Unternehmen haben, sogenannte Hidden Champions, die sich spezialisiert haben, so spezialisiert haben, dass ihre Expertise weltweit gefragt ist. Und ich glaube, das ist schon etwas, auf das man stolz sein kann. Auf der einen Seite tolle Expertinnen und Experten, tolle Fachkräfte, und auf der anderen Seite erfolgreiche Unternehmen, die weit über Österreich hinaus erfolgreich sind. Und wenn man sich das vor Augen sieht, dann glaube ich, können wir auch mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Aber wir alle wissen auch, wir haben eine so enorme Dynamik, wo wir uns nicht zurücklehnen dürfen, sondern wo wir uns auf die kommenden Herausforderungen einlassen müssen. Und eine der zentralen Herausforderungen heißt Digitalisierung. Ich weiß, manche haben Sorge und Angst davor. Manche malen irgendwelche Schreckgespenster an die Wand. Und ich bin fest davon überzeugt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass in der Digitalisierung gerade für Niederösterreich eine riesige Chance darin liegt. Eine riesige Chance, die wir in Niederösterreich nutzen wollen. Und da braucht es meines Erachtens auch Anreize. Anreize für unsere Unternehmen, vor allem auch Anreize für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ich weiß schon, dass da das Thema Maschinensteuer gibt, wo so manche meinen, ja, mit der Maschinensteuer können wir die Zeit nach hinten drehen oder wir können uns abkoppeln gegenüber der zukünftigen Entwicklung. Und ich sage Ihnen, hier braucht es eine Strategie, hier braucht es einen Plan, hier braucht es einen Masterplan, einen Digitalisierungsmasterplan für die Unternehmen und vor allem auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und wenn wir diesen Plan im Detail organisieren und dann auch umsetzen, bin ich auch fest davon überzeugt, dass Niederösterreich hier auch wieder vorne ist im internationalen Konzert, vor allem auch im europäischen Konzert. Denn es braucht niemand von uns glauben, dass wir diese Entwicklung der Digitalisierung abhalten können, sondern wir wollen diese Digitalisierung auch tatsächlich nutzen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Herz wäre noch voll, Ihnen sehr viel zu erzählen. Aber wenn ich da in die Runde schaue, viele dürstende und vor allem viele hungernde Gesichter. Deswegen habe ich hier einen ganz großen Wunsch, nämlich den Wunsch, dass wir gemeinsam die Kapitel in diesem Buch füllen, diese Kapitel füllen für unser Bundesland Niederösterreich, für unsere Familien, vor allem für die Zukunft Niederösterreichs. Und wenn wir dann nächstes Jahr im Buch
das dem Jahr 2017 gewidmet ist, dann wünsche ich mir auch, dass es hier ein Spezialkapitel gibt, ein Spezialkapitel, das hier Wiener Neudorf heißt. Ein Spezialkapitel, wo wir vor allem einen ganz großen Schritt im Bereich Lösung des Verkehrskonzepts, des Verkehrsstaus und der schlechten Luft hier in Wiener Neudorf auch tatsächlich bereits gelöst haben. Herr Bürgermeister, wir werden hier in enger Allianz diese riesige Herausforderung angehen. Wir werden hier intensive Überlegungen weiterhin mit euch gemeinsam anstellen. Ich glaube, das war heute der beste Beweis, dass es hier schon sehr viel an Überlegungen gibt, dass man hier intensiv im Kontakt ist mit dem Bundesland Niederösterreich, mit den Fachexperten, vor allem aber auch mit dem Bund. Wir müssen weiterhin dieses harte Brett bohren, um tatsächlich zu einer Lösung zu kommen. Ich, sehr geehrter Bürgermeister, garantiere dir hier meine persönliche Unterstützung, damit wir diese Nuss auch tatsächlich knacken. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen einfach ein erfolgreiches Jahr 2017. Viel Gesundheit, viel Erfolg und vor allem auch Gottes Segen. Alles Gute und toi, toi, toi. Danke vielmals. Herr Bürgermeister, ja, bitte walten Sie des Amtes. Zum Abschluss wurde die niederösterreichische Landeshymne gesungen und nach der traditionellen Grußbotschaft der Rauchfangkehrer wurde das Buffet freigegeben. Danke vielmals. Bitte wieder Platz zu nehmen. So, jetzt haben wir noch eine kurze Einschaltung. Ich darf unseren Rauchfangkehrermeister Herrn Pieringer bitten. Also wir wünschen auch alles Gute im neuen Jahr. Natürlich allen Zweien und haben da ein kleines Präsent mitgebracht. Danke vielmals. Im Übrigen, ja, können Sie die Handys wieder einschalten und das Buffet von Lobster Union ist eröffnet. Till I first met you, I was lonesome. And then you came inside, there my heart grew light, and this whole world seemed new to me. You really swear, I have to admit you deserve expressions that really fit you. So I racked my brain, hoping to explain all the things that you do to me. I tried to explain my near distant shame. So kiss me, say you'll understand. Ba-da-da.
Am späten Abend haben wir von Wiener Neudorf TV einmal nachgefragt. Wie hat es dir gefallen? Ich glaube, es war ja ein durchaus gelungener Abend heute. Auf jeden Fall. Ich sage, es ist sehr gut besucht gewesen. Der Bürgermeisterempfang gibt immer die Möglichkeit, so Anfang des Jahres einen Rückblick über das vergangene Jahr zu machen, sich auch zu bedanken bei den vielen ehrenamtlichen Personen in den Vereinen, in Organisationen, die wirklich sehr viel für Wiener Neudorf tun und einen kleinen Vorausblick zu machen, auch was im neuen Jahr geplant ist. Und ich glaube, die Stimmung ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, immer noch, wie gesagt, jetzt die Leute sind noch gemütlich zusammen, genießen noch den Abend und ich bin froh, dass es sowas gibt, ja, dass man mit den Leuten zusammenkommen kann und Danke sagen kann. Und wenn man ein bisschen Glück hat, dann hat man als Gast eingeladen eine neue Frau Landeshauptfrau. Ne? Das stimmt allerdings. Ja, wie wir sie eingeladen haben, war sie Landeshauptmann-Stellvertreterin. Ja, jetzt wird sie wahrscheinlich Landeshauptfrau, da ziemlich sicher auf jeden Fall, so wie es jetzt ausschaut. Und das ist schon sehr gut. Und vor allem, auf eines werden wir schon pochen. Sie hat versprochen in ihrer Rede, dass sie für Wiener Neudorf auch eintreten wird, dass es eine gute Allianz geben wird zwischen unserem Ort und zwischen dem Land Niederösterreich. Das können wir bei den vielen Problemen, die es zu lösen gibt, die wir teilweise auch mit dem Land lösen müssen, Umwelt, der 80er und viele andere Projekte, die wir haben, wahrscheinlich sehr gut brauchen. Und darauf werden wir zurückkommen bei der Frau Landeshauptfrau. Gibt es einen Schnee im Bärenkopf? Ja, es gibt derzeit genug Schnee. Wir haben ca. 50 bis 60 Zentimeter. Die Landschaft ist wie ein Märchenbuch. Ich bin jetzt selber zweimal gestern und heute die Alpengrenze, so 10 Kilometer. Also ich kann das nur jedem empfehlen, schnell nach Bärenkopf zu fahren und langlaufen gehen. Und ich will gleich dazu sagen, am Sonntag ist ja, kommen ja die Naturfreunde mit einem Bus, da habe ich gehört, bis 40 Leute circa. Die Alpen sind gespurt, es ist eine Eisbahn gemacht worden von den Stockschützen. Meine Wenigkeit auch dabei und was. Da werden wir wieder Stock schießen und werden wieder gerade haben mit den Wiener Neudörfer. Wer wird gewinnen? Da tun wir nur so gerade schießen. Da gibt es kein Turnier nicht. Da tun wir nur so hin und her schießen und die Verlierer zahlen in die Vereinskasse einen kleinen Beitrag aus. Ja, mein recht herzlichen Dank für die Einladung zum Interview. Das ist richtig. Die letzten zwei Wochen waren sehr anstrengend für die Kameraden davor bei Wiener Neudorf, aber ich glaube, dass es auch gezeigt hat, dass wir gut aufgestellt sind und dass wir gemeinsam mit der Gemeinde eine gute Strategie verfolgen. Und das ist gut so und das ist auch schön so und wir haben vielen Leuten geholfen und das ist das Wichtigste, glaube ich. Und man hat auch gesehen, wie wichtig technisches Rüstzeug für eine Feuerwehr sein kann, um Leben und Gut zu retten. Korrekt, das war immer schon so in Wiener Neudorf, also auch in der Geschichte schon, dass Wiener Neudorf gut aufgestellt war und ich bin auch überzeugt, dass es die nächsten vielen, vielen Jahrzehnte auch so sein wird, dass es natürlich in so kurzer Zeit zu zwei so tragischen Ereignissen gekommen ist, wo die Drehleiter auch wirklich aktiv benötigt wurde, ist natürlich tragisch. Auf der anderen Seite zeigt es auch wieder, wie wichtig ein gutes Gerät ist und da bin ich auch überzeugt, dass die Drehleiterbestellung, und das hat mir der Herr Bürgermeister auch schon zugesagt, die wird in den nächsten Monaten bestellt und ich bin zuversichtlich, dass wir dann auch wieder mit dem notwendigsten, wichtigsten, modernsten Gerät ausgestattet sind. Ehrengast beim Bürgermeisterempfang 2017 in Wiener Neudorf ist überraschenderweise unsere, ich meine, es war schon länger geplant, habe ich gehört, aber die Frau Magister Mikl-Leitner und zwar in ihrer fast schon angestammten neuen Funktion. Ich würde mal sagen, einen Schritt nach dem anderen. Diese Woche hat Landeshauptmann Braul bekannt gegeben, dass er für die nächste Periode nicht mehr kandidiert. Eine zutiefst persönliche Entscheidung, die wir respektieren. Und vor allem haben wir großen Respekt vor seiner Lebensleistung. Das heißt, ein Mann, der viel für Niederösterreich getan hat, der vor allem auch große Fußstapfen hinterlässt. Und umso mehr freut es mich, dass ich seit 25 Jahren mit ihm engstens zusammenarbeiten darf und dass mich jetzt meine Partei im Parteivorstand auch zu 100%, sprich einstimmig, nominiert hat für seine Nachfolge. Eine große Herausforderung, die ich mit Respekt und Demut erfüllen will. Naja, schon wie Sie noch Innenministerin waren, haben Sie ja sehr, sehr schwere Aufgaben zu lösen gehabt, die manche Menschen gar nicht so richtig begriffen haben, glaube ich, was da alles dahinter steckt. Und da braucht es schon einen starken Willen, um das auch umzusetzen.
Und ich glaube, wir in Österreich oder Sie vor allem auch mit Ihrer, die haben das ganz super gelöst. Gerade wenn es schwierig wird, wenn einem der Wind ins Gesicht bläst, muss man standhaft sein und muss das tun, was für die Menschen und für diese Republik gut ist. Und ich habe damals die Initiative ergriffen, gegen viel Widerstand die Balkanroute mit der Hilfe der Balkanländer geschlossen. Viel Kritik, aber nach einigen Monaten waren viele gescheiter und letztendlich heute ist dieser Schritt von vielen akzeptiert und hat nicht nur Österreich geholfen, sondern auch vielen anderen Ländern, vor allem auch Deutschland. In Wiener Neudorf haben wir andere Probleme. Wir haben ja auch Flüchtlinge übernommen, aber wir haben ein zweites großes Problem, das ist die doch steigende Belastung durch die A2. Und hier ist eigentlich schon sehr lange nichts wirklich passiert. Habe ich Verständnis dafür, denn wenn man irgendwo einmal zugesteht, das zu tun, ähnliche Orte gibt es wahrscheinlich in Österreich viele, die das gerne hätten, Tempo 80 auf der Autobahn, nicht? Ja, Tempo 80 ist das Verkehrsministerium verantwortlich, wo es darum geht, die Gespräche zu führen, und das tut der Herr Bürgermeister, und ich werde ihn da selbstverständlich mit aller Kraft unterstützen, und wir werden hier gemeinsam Lösungen andenken im Sinne der Lebensqualität der Wiener Neudorfer und Wiener Neudorferinnen. Na, da werden die Wiener Neudorfer und Wiener Neudorfer sehr froh sein, wenn das klappt. Und ja, Ihnen. Jetzt heißt es mal hart daran arbeiten, dass dieses Konzept fertig wird, ja, und dass man dann, ja, Schritt für Schritt, ja, umsetzt. Und ich glaube, die Ortspolitiker in Wiener Neudorf, da sind sie alle an einem Strang, dass sie daran arbeiten, zielstrebig, und auch die Kontakte nach St. Pölten suchen werden, um Unterstützung zu bieten. Ich glaube, entscheidend ist, dass verschiedene politischen Parteien unsere Landschaft beleben, dass es aber vor allem wichtig ist, bei großen Herausforderungen hier parteiübergreifend zusammenzustehen. Und hier geht es darum, das ins Zentrum zu stellen, die Interessen der Wiener Neudorferinnen und Wiener Neudorfer, und da geht es eben um die Lebensqualität hier in Wiener Neudorf. Herr Bürgermeister, Bürgermeisterempfang 2017 ist ganz erfolgreich über die Bühne gegangen, glaube ich, mit ganz tollen Gästen. Naja, natürlich hatten wir Glück, dass unser Ehrengast, die Frau Magister Mickl-Heitner, das Engagement ist ja schon ein paar Wochen alt, wo wir gesagt haben, sie kommt, dass sie natürlich erst vor 2 Tagen zur designierten Landeshauptfrau erklärt worden ist. Und das ist natürlich ein besonderes Glück. Aber ich denke, wir konnten auch heute einige wichtige Themen für Wiener Neudorf ihr mitgeben. Und sie hat mir auch schon zugesichert, wir werden uns in den nächsten Tagen treffen und hier weiterreden. Ja, sie hat ja auch am Mikrofon zugesichert, sich der Sache anzunehmen und uns weiterzuhelfen, ne? Ja, ich bitte, dieses Statement zu verbreiten. Das ist, ja, ich meine, ich kenne Mickl-Heitner, Magister Mickl-Heitner, jetzt 15 Jahre wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß, dass sie Handschlagqualität hat, und wir haben in meiner ersten Bürgermeisterjahre schon gut zusammengearbeitet. Wir werden auch jetzt in unterschiedlichen Funktionen gut zusammenarbeiten. Sie ist ja jetzt doch die Nummer 1 in Niederösterreich, und wir haben sehr viele gemeinsame Themen, die wir mit dem Land besprechen und auch gemeinsam umsetzen wollen, und ich setze da schon sehr stark, dass das funktionieren wird. Und wie immer gab es ein tolles Buffet, ne? Ja, wir haben diesmal die Firma Lobsters Wiener Neudorf probiert, und ich glaube, sie haben sich wirklich hier ganz gut ins Zeug gelegt, und was ich gehört habe, hat es sehr gut gemundet. Ich bin noch nicht zu allem gekommen, aber ich werde es dann auch noch kosten. Frau Vizebürgermeisterin, es ist ja schon etwas später am Abend und die ersten Gäste sind schon nach Hause gegangen. Wie haben Sie den heutigen Abend erlebt? Ich freue mich sehr darüber, dass so viele gekommen sind, die eingeladen wurden. Dass Sie das auch schätzen, dass wir einmal einen Abend lang innehalten, Rückschau halten und auch Ausblick halten fürs nächste Jahr. Die Frau zukünftige Landeshauptfrau war ja Ehrengast heute, und sie hat sich ja auch der Themen angenommen, die uns so auf der Zunge liegen, nicht? Tempo 80, Autobahn, Schadstoffausstöße. Glauben Sie, dass jetzt das
ein neuer Vorstoß in die Zukunft werden wird? Ja, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Bürgermeister Janschka hat die Grafik hergezeigt von der Feinstaubbelastung. Und ich muss leider sagen, es ist das ganze Jahr 2016 mit Ausnahme von 2 Monaten, nämlich Juni und Juli, so schlecht, wie wir es gesehen haben. Und die zukünftige Frau Landeshauptfrau hat das sehr ernst genommen. Ich habe danach mit ihr noch ein längeres Gespräch haben dürfen. Und sie hat versprochen, sie ruft den Verkehrsminister Leichtfried an. Und das ist einmal ein gutes Zeichen, dass Bewegung in diese ganze Sache kommt, dass wir überhaupt einmal ernst genommen werden. Weil wir sehen ja in den letzten Wochen die Zeitungsartikel, dass die Luft in Niederösterreich besser geworden ist. Insgesamt wird das stimmen, aber für Wiener Neudorf stimmt es definitiv nicht. Nachdem die Veranstaltung schon langsam dem Ende zugeht, kann man sich, glaube ich, ein Urteil erlauben. Wie ist es gelaufen heute? Du meinst, es ist schon aus? Nein, ich hoffe, es dauert noch eine Zeit lang. Es war eigentlich eine sehr gute Veranstaltung. Ja, es war durchaus stimmig, das Buffet war hervorragend, die Reden waren nicht allzu lang und damit war das Ganze ziemlich kurzweilig. Nicht allzu lang? Na ja, sie hätten länger sein können, Gott sei Dank waren sie es nicht. Na gut, wir sind ja nicht im Parlament, ne? Ja. Aber es waren auch keine Entscheidungen zu treffen heute. Und wie war das Essen? Hat es da geschmeckt? Sehr gut. Dann los. Wo kommen die Burschen her? Sind aus Wiener Neudorf, ist Lobster, ist im Icano-Gebäude ein Caterer, der das mit einer Partnerfirma zusammen macht. Und sind also sehr gut. Zum Abschluss des Bürgermeisterempfanges 2017 habe ich den Kulturreferenten der Marktgemeinde Wiener Neudorf, den Niki Bartoschka, vor die Kamera gebeten. Die Mitarbeiter, die, ich würde nicht sagen, unter seiner Leitung stehen, aber doch sehr beeinflusst waren, waren ja die, die dieses tolle Fest ausgestattet haben, geplant haben. Es ist ja gar nicht so einfach, nehme ich einmal an. Ja, ich muss mich wirklich bedanken bei meinen Damen und Herren, die also in der Kulturabteilung tätig sind, die also wirklich sehr gut und sehr viel mitgearbeitet haben. Es ist das Problem, dass man zwischen informativen Reden und schon auf das Warten des Buffets her den richtigen Spagat machen muss, dass das wirklich sehr rund laufen muss. Ich glaube, das ist heuer ganz gut gelungen. Ja, und ich denke mir, auch im Vorfeld gibt es also jede Menge organisatorische Sachen, die man einmal auf die Reihe bringen muss. Ja, natürlich. Das geht von den Einladungen, also vom Programm, von den Einladungen her. Wer macht das Catering? Wie schaut das aus? Dass das Ganze wirklich rund rennt, ist gut gelungen. Ja, weil die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und ich glaube auch, man muss den Damen gratulieren und Herren, dass das alles total super heute geklappt hat. Ja, auf jeden Fall. Und das Los dieser jungen Damen ist eigentlich das, dass sie dann immer im Hintergrund stehen und jeder sagt, na super, hat es funktioniert. Aber das funktioniert hat, sind schon sie schuld gewesen. Tradition beim Bürgermeisterempfang, auch im Jahre 2017, ist der Besuch einer Abordnung der Raubfangkehrer. Und was hat das für einen Bezug? Sie haben ja auch Geschenke ausgeteilt, habe ich gesehen. Es ist ganz einfach so, dass auch Politiker, so wie jeder, in der heutigen Zeit, glaube ich, eine gute Portion Glück und vor allem Gesundheit fürs neue Jahr brauchen können. Und wir wünschen das von Herzen, wir wünschen das gerne. Wir sind die Raubfangkehrer von Wiener Neudorf und darum hat sich das als gute Tradition bei uns so bewährt. Von wo kommt denn das her eigentlich, das Glückbringen des Raubfangkehrer? Wisst ihr das? Es gibt dazu eine Sage. Dass damals Maria Theresia über den Rauchfangkehrer, der sich in einem Schlot, in einem sogenannten schliefbaren Kamin befunden hat, erfahren hat über ein Attentat, das dann vereitelt wurde. Und so wurde die Tradition weitergegeben, dass der Rauchfangkehrer Glück bringt. Darum dürfen wir Rauchfangkehrer auch den Doppeladler auf unserer Schnalle tragen. Naja, sind wir wieder einmal ein Stückchen gescheiter geworden.
Wir wünschen auf der Stelle auch den Raubfangkehrerinnen und Raubfangkehrern alles Gute. Mögen ja keine Unfälle passieren und alles Gute für das Jahr 2017. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Das war eine Liebeserklärung. Der Bezirkschef aber hat keine Gefahr. Den Bezirkschef am Roten Kreuz brauchen wir. Gut. Jedenfalls war der Neujahrsempfang 2017 ein voller Erfolg und endete erst weit nach 23 Uhr. Find myself drowning.